What is your least favorite fashion trend right now? I hate skinny jeans. Skinny jeans. Skinny jeans. Skinny ripped jeans. Tight white jeans. The skinny jeans. I think the biggest upsetting trend right now, especially for our age, is the skinny jeans. PAQ presents. Welcome to this episode of Jeremy's kulturelle Observation. Und heute mit dem Thema Competitive Fashion und warum wir Trends falsch nutzen. Mit Michi hier als Fallbeispiel. Michi ist Anfang 20 und hat bei Pinterest Blowcore eingegeben und dachte sich, wir hätten gern alles. Wir haben das Trikot, wir haben die Hose, wir haben eine flotte Brille, Crossback, Schlüsselanhänger. Michi ist eindeutig sehr trendaffin. Aber schauen wir mal weiter. What is a fashion trend that you think absolutely needs to die? Die Frage ist jetzt, wie wird unser Boy diese Frage beantworten? Mit A, Panda Dunks. Du schießt damit gegen den vorherigen Trend und distanzierst dich davon. Einfach um zu symbolisieren, dass du schon weit. Oder B, Skinny Jeans. Skinny. Gehst auf Nummer sicher und schießt gegen den Trend, der sich von deinem aktuellen Outfit und dem aktuellen Trend am meisten unterscheidet. Oder C, er bringt einen ehrlichen Take basierend auf persönlichen Vorlieben. Vielleicht hat er Beef mit Oakleys, weil sein Vater damals bei der Familienradtour immer welche getragen hat und es ihm einfach nicht möglich ist, das mit cool zu assoziieren. Oder D, keine Ahnung, es war B. Und Skinny ist unten wie Legging, so eng, eng, das ist breiter, Neffo. Das ist ohne normale Bracker. Hier, ich hab Platz, Neffo. Okay, aber was ist jetzt mein Punkt? Trends sind cool, Trends sind fun, allerdings ausschließlich Trends zu tragen ist ein bisschen langweilig und auf überhebliche Art und Weise ausschließlich Trends zu tragen, kann schnell ins Fremdscham-Erregende umkippen. Denn Trends verlaufen zyklisch, alles kommt wieder. Nichts ist für immer. Wenn jetzt also dein ganzes Outfit trendbasiert ist und sogar deine Hot Takes so safe sind wie möglich und du erst letzte Woche deine Panda Dunks und Cargo Pants gegen Jorts und Sambas eingetauscht hast, dann kann man ganz stark davon ausgehen, dass du auch den nächsten Trend mitnimmst. Und ehe du dich versiehst, dominieren wieder Skinny Jeans und Bench Fleeces die Fashion Meta. Oder muss Michi wieder shoppen und dann trägt auch Michi wieder Uniform. Aber zoomen wir ein bisschen raus und schauen uns an, wie das überhaupt so weit kommen konnte. Das bist du. Das ist all das, was dich zu dem macht, was du bist. Hier hast du deine Hobbys, deine Lieblingsmusik, Filme, Influencer und so weiter alles. Hier hast du deine Familie und wie du aufgewachsen bist, deine Freunde, hier deine Erfolge, deine Stärken, Schwächen. Einfach alle Einflüsse, die deinen Charakter geprägt haben. All das bist du und basiert auf all dem entwickelt sich dein persönlicher Stil. Die Kreise überschneiden sich in manchen Punkten mehr und in manchen Punkten weniger. Nun werden von der Industrie regelmäßig neue Trends gepusht und je nachdem, wie die Überschneidungen sind von meinem aus der Nase gezogenen System hier, springst du halt mehr oder halt weniger auf diese Trends an. Zum Beispiel, vielleicht heißt du Lisa und hast eine große Schwester, die dich damals auf ihrem Nokia 3310 hat Snake daddeln lassen. Dann ist natürlich kein Wunder, dass sie bei Y2K einen dicken Nostalgie-Kick bekommt und sehr positiv auf diesen Trend reagiert. Aber gleichermaßen kann es natürlich genauso sein, dass du Dennis heißt, dein Pfingsten auf Sylt verbringst und nach dem Abi-IB an der Goethe-Uni in Frankfurt studieren möchtest. Da stehen die Chancen dann relativ schlecht, dass du dir den Opium-Trend ansiehst und dir denkst, da sehe ich mich. Gib mir ein All-Black-Outfit und ein paar Geo-Baskets und ich nehme dir damit McKinsey auseinander. Ausgeschlossen ist natürlich nichts, aber ihr versteht, was ich meine. Zum Problem wird das Ganze aber erst, wenn sich ein weiterer, tumorartiger Kreis parallel zu dem schon existierenden Fashion-Kreis entwickelt, der auch Fashion-Dickfett in der Mitte stehen hat. Dieser Kreis hat allerdings keine Überschneidungen mit deinem Charakter. Umso größer dieses Geschwür wird, desto stärker entsteht das Phänomen, was ich Competitive Fashion nenne. Es geht nicht mehr darum, was zu einem passt und was einem gefällt, sondern was in Anführungszeichen das Beste ist. Fashion wird dann auf einmal zu einem Pay-to-Win-Format und aus Selbstausdruck wird Selbstdarstellung. Ich gebe euch ein Beispiel. Unter einer dieser beiden Cargo Pants befindet der sich wohl beliebteste Sneaker des letzten Jahres. Unter der anderen ein Sneaker, für den dich größere Teile der Sneaker-Community ins Gesicht spucken. She's a 9, but doesn't know the difference between a mid and a high. It's a 3, 4, 5. Welcher ist welcher? Durch sind beides Mids und du hast dich gerade vom ganzen Internet blamiert. Peinlich. Also wir halten fest, selbst in einer Zeit, in der weite Cargo-Pants-Meter sind und auf dem Sneaker stacken sollen, wird ein Unterschied zwischen zwei Modellen gemacht, die man praktisch in dieser Konstellation nicht voneinander unterscheiden kann. Das ist halt ehrlich unironisch eigentlich nur diese Kreditkartenszene aus American Psycho. New card. What do you think? Oh, very nice. Look at that. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Brad, a nitwit like you gets so tasteful. I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. Let's see Paul Allen's card. Look at that subtle off-white coloring. The tasteful thickness of it. Oh my God. It even has a watermark.
Fazit, Trends sind cool, Trends sind fun, also nehmen wir jetzt ein schönes Trikot zusammen. Ich war also online auf der Suche nach Iron-on-Patches von Fußballmannschaften und neben Südkorea war Italien eigentlich das Einzige, was mich angelacht hat und unter 3 Wochen Lieferzeit hatte. Mit dem Patch in petto bin ich also Stoffe shoppen gegangen und habe mir diese beiden Halunken hier ergaunert. Nicht ganz optimal, weil ich in meinen Trikotstoffen in der Regel nicht so gern Elastan habe. Italien spielt traditionell eigentlich auch in Blau, aber juckt jetzt einfach nicht. Hab mir also ein bisschen Creme ins Gesicht geschmiert und meinen Schnitt aufgestellt. Hab mich an diesem Sweater hier orientiert, weil ich neben dem Wappen auch noch dieses alte Total 90 Logo von Nike drauf klatschen wollte. Also habe ich alle meine Streifen zugeschnitten. Den ganzen Bums dann erst auf meinen grünen und dann auf meinen weißen Stoff übertragen und alles einmal zugeschnitten. Zack, fertig, hat man schon mal all diese 29 Schnittteile beisammen, die es jetzt zu einem Kleidungsstück zusammenzunehmen gilt. Hab also Schritt für Schritt Streifen an Streifen genäht und hatte dann schon mal mein Vorderteil ready. Komischerweise ist dann aus dem Nichts dieser Schuhkarton in mein Zimmer gespawnt. Das Blowcore Distribution System hat scheinbar gewittert, was meine Pläne sind. In meinen Sambas war jetzt also meine Idee, das Wappen hier zu platzieren. Aber ich brauchte natürlich auch noch das Total 90 Logo. Also habe ich mir ein bisschen Vinyl gekrallt und da ein bisschen mit dem Spachtel dran rumgekratzt und habe dann meinem Plotter befohlen, das Total 90 Logo zu plotten. Auf Captain Hook Basis mäßig habe ich dann das unerwünschte Weiß entfernt und sehe an, ein weiteres Paket ist aus dem Nichts erschienen. Was das wohl sein wird? Wow, eine gefährlich schnelle Brille. Hab also mein Vorderteil samt Wappen und Logo für ein paar Sekunden unter die Heatpress geschickt und meine Vision nahm langsam Gestalt an. Aber musste mich dann erstmal nochmal in die Nähmaschine setzen, weil die Streifen der Rückteile und der Ärmel mussten ja auch erstmal noch zusammengenäht werden. Und das sind die letzten 4 Teile, die es zu einem Trikot zusammenzuschneidern geht. Wirklich weirderweise hat es dann an einem Sonntag an meiner Tür geklingelt und so ein Typ komplett in Vêtements DHL-Outfit gekleidet hat mir ein weiteres Paket in die Hand gedrückt. George! All diese mysteriösen Geschehnisse haben mich aber dennoch nicht davon abhalten können, weiter an meinem Trikot zu arbeiten. Hab also die Schulternähte geschlossen, bis das so aussah und da die Ärmel reingeklatscht, bis das so aussah. Dann noch ein bisschen gesäumt und einen Kragen angenäht und fertig war mein Trikot. Und dann war ich da, blowcorig am Posen mit Jorts, die nicht wirklich Jorts sind, sondern einfach eine alte, viel zu kleine Jeans, die ich im Keller gefunden habe und mit einem Schnitt gekürzt habe, während ich mich gefragt habe, was wohl Hector Bellerin jetzt in meiner Situation machen würde. Währenddessen ist mir dann noch ein Schlüsselbund an meine Gürtelschnalle geflogen. Und ja, die Moral dieser Geschichte, Trends sind cool, Trends sind fun, aber wenn du dir jetzt denkst, ah, der Typ da im Video sieht genauso aus wie ich, dann drück vielleicht ein bisschen auf die Bremse und frag dich, ob du dich wirklich wohl darin fühlst. Und wenn du dann sagst, halt die Backen, du komischer Internettyp, ich liebe es, Trends zu jagen, das ist mein Hobby, dann sind wir eigentlich alle happy. Glaube ich zumindest. Ich muss sagen, ich wusste zum Schluss nicht mehr, wie ich den ersten und den zweiten Part verknüpfen sollte. Wenn du bis hier noch am Start bist, dann gib dem Like-Button bitte einen Kussi von mir und folg mir auch bitte. Und ja, TikTok macht zwar Spaß und zahlt meine Brötchen, aber ich glaube, hier kann ich noch ein bisschen kreativer und ein bisschen detaillierter werden. Also mache ich das. Okay, tschüss!